Hier ist DB Creation und heute zeige ich euch, wie ihr den Source SDK Hammer Editor richtig einstellt, um sofort loslegen zu können. Den Hammer Editor, beziehungsweise nach dem neuen Update von Steam, haben die meisten Source Engine Spiele jetzt einen eigenen Editor und können dementsprechend nicht mehr über den Source SDK Tool dann gestartet werden. Um den Hammer Editor jetzt erstmal zu finden und zu öffnen, nehmen wir jetzt erstmal den Counter-Strike Source Hammer Editor und den finden wir in unserem Counter-Strike Ordner. Wenn ihr im Counter-Strike Ordner drin seid, unter Common, findet ihr einige Ordner und wir klicken auf den Bin-Ordner und suchen die Hammer-Exe. So, hier ist die Hammer-Exe schon, die habe ich schon verknüpft und befindet sich schon mittlerweile in meiner Taskleiste und die öffnen wir jetzt einfach mal. So, wenn der Hammer Editor gestartet ist, gehen wir jetzt nun oben auf Tools, klicken auf Optionen und nun öffnet sich das Fenster, um den Hammer Editor zu konfigurieren. Standardmäßig ist oben eingestellt Counter-Strike Source. Da wir für Counter-Strike Source im Moment jetzt den Editor benutzen. Und nun bei Game Data Files ist jetzt wichtig, dass wir sämtliche FGDs-Dateien hinzufügen, sodass wir dann auch alle Entities haben später. Das erkläre ich euch noch alles, was das alles ist und so weiter. Um jetzt erstmal die Sachen hinzuzufügen, da wird im Moment bestimmt nur drin stehen C-Strike FGD. Wir brauchen aber noch die Base und die Half-Life 2 FGD. Wenn ihr die hinzufügen wollt, klickt ihr einfach auf Add. Dann geht ihr in euren Common-Ordner, in den Source-SDK-Ordner, in den Bin-Ordner, unter MP, nochmal in den Bin-Ordner und da befinden sich schon die zwei FGDs, die wir noch brauchen. Beide Dateien hinzufügen, dann auf Öffnen klicken. Wenn ihr die in der Liste drin habt, geht es nun weiter. Texturformat und Map-Type bleibt Half-Life 2, weil Half-Life 2 ist die Engine, die auch Counter-Strike Source benutzt. Ihr könnt natürlich auch Half-Life 1 machen, wie hier unten ist, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Habe ich noch nie ausprobiert. Müsst ihr mal gucken. Default Point Entity Class. Das ist, da wird jetzt gefragt, was wir standardmäßig haben möchten für ein Entity, wenn wir jetzt irgendwas setzen möchten. Da wird irgendwas mit AI am Anfang stehen. Ich habe mich jetzt für Propstatic entschieden, weil Propstatic ist eine Entity, womit ich halt Models setzen kann, also 3D-Objekte. Und da ich sowieso am meisten verwende, ist es ziemlich praktisch und geht dann mit dem Verständnis noch schneller. Default Solid Entity Class, da wird gefragt, was wir standardmäßig machen wollen aus unseren Brushes, beziehungsweise aus den Sachen, die wir kreieren, also Wände und so weiter. Ich habe daraus Fangtitel gemacht, weil das wird meistens benötigt, um die Map zu optimieren. So, Default Texture Scale ist die Skalierung der Texturoberfläche auf dem Brush. Das heißt, wenn ihr da jetzt eine höhere Matte einsetzt, wird die Textur dementsprechend ziemlich groß angezeigt. Normal ist 0,25, könnt ihr auch dementsprechend auch so lassen. Bei Default Light Map Scale, da wird gefragt, wie eure Schatten auf den Texturen sein sollen. Ich habe bei mir jetzt den Standardwert für 16 entschieden. Wenn ihr da einen niedrigen Wert einsetzt, zum Beispiel 5 oder 6, werden dementsprechend eure Schatten schärfer, benötigt aber dementsprechend auch mehr Zeit beim Kompilieren und dementsprechend auch viel mehr Speicherplatz. Kontextur sollte das drin stehen, wenn nicht, wichtig ist, dass ihr Tools und Tools Skybox drin habt unter Cordon-Textur, weil sonst gibt es später Probleme bei der Kompilierung. Entweder ihr könnt es mal manuell hier reinschreiben oder ihr sucht es in dem Texturbrowser. Game Executable Ordner, da wird gefragt, wo sich die Spielexe befindet für das jeweilige Spiel, was wir mit Maps machen wollen. Das befindet sich unter Counter-Strike Source. Steam User Directory ist Common, ja, und dann einfach den Counter-Strike Source Ordner markieren. Kann ich euch mal auch eben zeigen. Ihr navigiert in euer Steam Ordner, in den Steam Apps Ordner unter Common und dementsprechend den Counter-Strike Source Ordner markieren und auf OK klicken. Jetzt fragt er uns, wo sich die Game Info befindet, in welchen Ordner. Die befindet sich meistens in den nachfolgenden Hauptordner. Bei Half-Life 2 ist es der HL2 Ordner. Bei Team Fortress war es der TF2 Ordner, bei Garry's Mod ist der Garry's Mod Ordner und so weiter und so fort. Und bei Counter-Strike Source halt der C-Strike Ordner, der sich da dort drin befindet.
Hammer VMF Ordner wird gefragt, wo wir unsere VMF, also VMF ist das Map-Format, unsere Standard-Map-Format, was wir jetzt im Moment benutzen, was wir allerdings nur mit dem Hammer-Editor öffnen können und nicht im Spiel später. Da könnt ihr dann einfach auswählen, wohin ihr die alle gespeichert haben wollt. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr nun auf General. Auf General wird gefragt, die Autosave. Autosave ist so eine Art automatisch speichern der Map. Ich habe mich jetzt entschieden für 3 Minuten Intervall und ich weiß nicht, ja, ihr könnt eigentlich auswählen, was ihr eigentlich haben wollt. Ich habe 3 gewählt, weil, sagen wir mal, ich habe jetzt da eine 10 stehen, also 10 Minuten, und in den 10 Minuten baue ich so viele Räume und so weiter, und kurz vor der 10 Minute crasht der Hammer-Editor. Dann sind diese ganzen 10 Minuten Arbeit futsch. Ja, weil halt keine Autosave-Datei angelegt wurde. So, und bei 3 Minuten speichert er halt alle 3 Minuten die Map. So, das heißt, wenn ich in den 3 Minuten einen Fehler mache, ist die Korrektur, die ich da machen muss, nicht so groß wie bei 10 Minuten. So, bei der bei dem Speicherplatz könnt ihr auswählen, wie viel Speicherplatz die Autosave-Datei maximal belegen soll. Je nach Festplattengröße, die ihr habt, könnt ihr einstellen 250 MB, 100 MB oder 50 MB. Ich habe bei mir jetzt 250 MB eingestellt. Ist für meine Maße eigentlich recht ordnungsgemäß so eingestellt. Die Nummern der Map, der Autosave Maps, da könnt ihr jetzt einstellen, wie viele verschiedene Autosave-Dateien der Hammer-Editor von eurer Map machen soll. Ich habe bei mir jetzt 25 eingestellt, das heißt, er erstellt jede 3 Minuten eine Autosave-Datei, also verschiedene, bis zu maximal 25, sodass ich dann immer noch auswählen kann. Falls die letzte nicht klappt, gehe ich auf die vorletzte zurück oder beziehungsweise auf die erste wieder zurück. Ihr könnt natürlich dementsprechend noch 50 einstellen, dann habt ihr 50 Autosave-Dateien von der Map, die ihr gerade baut, und habt dann dementsprechend eine größere Auswahl, ne, an Autosave-Dateien, falls mal irgendwas schief geht. In den Autosave-Ordner, da wird eingestellt, wo ihr eure Autosave-Dateien hingespeichert haben wollt. Da könnt ihr dann einfach irgendeinen Ordner anlegen, irgendwo hin, und dann dementsprechend dann noch auswählen. On the Levels wird gefragt, wie viele Schritte wir zurückgehen wollen. Also ihr könnt zurückgehen mit STRGZ, wenn ihr irgendwas gebaut habt, und das ist nicht so gut, STRGZ, dann geht ihr wieder einen Schritt zurück. Oder ihr klickt halt auf den Pfeil zurück. Ich habe bei mir jetzt 200 angegeben, das heißt, ich kann bis zu 200 Schritte zurückgehen. Und ja, ihr könnt aussehen, was ihr da machen wollt. Ihr könnt auch nur maximal 10 Schritte zurückgehen oder was weiß ich. Maximal Kameras, tut mir leid, da bin ich überfragt. Das habe ich seit Jahren nicht benutzt. Weiß auch gar nicht, wofür es steht. Und die 3 Sachen sind sowieso standardmäßig angekreuzt oder sollten angekreuzt sein. 2D-View, da... Ihr könnt das so einstellen, wie ihr es drin habt. Dann ist es leichter für euch, eine Map zu basteln. Ihr könnt auch dementsprechend einfach mal rumexperimentieren, mal einen Haken reinmachen und zu so gucken, wie das ist in der 2D-Ansicht. Das heißt, das sind 3 Felder nachher im nächsten Tutorial, wo dann halt die Ansicht von oben, von links und von vorne ist. Und ja, bei der Grid-Sache ist, ihr müsst euch da vorstellen, diese 3 Fenster werden so angezeigt wie so eine Art kariertes Blatt. Das heißt, ihr habt überall Karo-Kästchen. Und ihr könnt die Karo-Kästchen der Größe ändern, indem ihr einfach hier auf die Größe klickt. Ihr könnt 4 machen, ihr könnt 8 machen, 16 oder 32. Beziehungsweise 64 oder 128 oder 256. Also ich bin bei 4, weil 4 ist eigentlich recht klein und dann kann man besser, präziser bauen. Highlight every 64 Einheiten. Das bedeutet, dass dann alle 64 Kästchen eine dickere Linie ist. Das dient einfach nur zur Orientierung und zum Navigation dann später beim Bauen. Das zeige ich aber alles später dann im nächsten Tutorial. Ihr könnt eine dickere Linie auch noch machen, indem ihr einfach sagt, hier, ich möchte alle 10 Gridlinien möchte ich eine dickere Linie haben, damit ich weiß, wie ich was bauen soll und so weiter. Ich habe mir jetzt 5 eingestellt, weil ich meine Wände meistens mit 5 Grid-Einheiten mache, und ja, es ist Geschmackssache. In dem letzten Kästchen könnt ihr natürlich auswählen, ob ihr die Gridlinien, die kleiner sind, also die Kästen, die kleiner sind als 4 Einheiten, also als 4 Pixel, könnt ihr verstecken. Habe ich auch gemacht, weil das nervt einfach, wenn überall nur Linien sind, da weiß man später gar nicht mehr, wo irgendwas ist. Hier in den Kästen könnt ihr einstellen, ob ihr Gridlinien in Punkten haben wollt oder halt nicht. Wenn ich jetzt hier den Haken mache, dann habe ich überall Punkte nachher. Und wenn ihr den Haken wegmacht, habe ich dann überall Linien, wo dann halt die ganzen Karo-Kästchen sind.
Bei der Intensität, da könnt ihr einstellen, wie hell eure Gridlinien sein sollen, also erkennbar sind. Ich habe bei mir jetzt einfach, da müsst ihr gucken. Ihr könnt ihn auf 100 stellen, sind überall komplett weiß, also da erkennt ihr kaum noch irgendwas. Aber ich habe bei mir jetzt ziemlich gering eingestellt, sodass ich noch die Gridlinien noch erkennen kann und dementsprechend die anderen Sachen ziemlich heller sind. Bei der dritten, bei der 3D-Ansicht, da müsst ihr achten, was euer System alles aus kann. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal alles hochballert, kann es später sein, dass eure 3D-Ansicht, die sich dann später oben links befindet, am Laggen ist, weil ihr einfach die Reichweite, die das Programm darstellen soll, einfach zu groß ist. Ihr könnt dann hier dementsprechend die Model Render Distanz, das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf 769 stelle, das heißt, ab 769 Grid-Einheiten werden die Models ausgeblendet und werden dann dementsprechend nicht beim Editor hier noch mit berechnet. Ich habe bei mir 10.000 stehen, weil ich habe ein recht gutes System und der kann das dann schon ab. Bei Detail Render Distance, da wird gefragt, wie unsere Map später dargestellt werden soll. Ich kann natürlich hier auch wieder auswählen 769. Das heißt, ab 769 erkenne ich in der 3D-Ansicht nicht mehr, was da alles ist. Das heißt, der blendet das dann komplett aus. Ja, bei der Navigation, da könnt ihr noch auswählen die Vorwärtsgeschwindigkeit, wie ihr auf dem 3D-Bildschirm navigieren wollt und so weiter. Das habe ich einfach alles so jetzt gelassen. Bei Materials wollt ihr nichts machen. Buildgram ist allerdings wichtig, dass ihr das so eingestellt habt, wie ich es jetzt im Moment habe. Dass unter Konfiguration Counter-Strike Source steht, dass eure Game-Echse, die Half-Life-2-Echse ist von Counter-Strike Source, die müsst ihr dann dementsprechend auch auswählen. Bei der BSP-Executable, da wird gefragt, die BSP ist, das VBSP-Programm ist dafür da, um diese Map später, die ist ja, wird ja in VMF gespeichert, später in der BSP zu packen. So, ihr wählt einfach die ganzen VBSP-Sachen aus, die VFIS-Sachen und die VRED-Sachen, die findet ihr alle in eurem Counter-Strike-Bin-Ordner. Und hier unten ist der Ort, wo die Maps platziert werden sollen, bevor sie kompiliert werden sollen. Dann klickt auf OK, startet dann den Hammer-Editor neu und dann geht's weiter im nächsten Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer DP Creation.